So, meine Lieben. Mach mit. Nicht. So. Tag. Guten Tag. Controller ist im Arsch. Jetzt endgültig oder was? Jetzt muss ich schauen, ich habe eben noch einen Xbox-Controller, den One. Neuen PC, Alter, wirklich. Hörst du mich? Ich habe noch diesen Xbox-Controller, aber der hat einen Wackelkontakt doch. Viecher ist.
hasse es, Alter. Ich hasse es so stark. Was denn? Nur mein Headset heute. Auch wieder ein Problem. Technik ist echt für den Arsch, Alter. Wirklich. Echt für den Arsch. So, aber jetzt bin ich ready. Ich tu mal einen Ball weitermachen, außer du hast irgendeine andere Idee oder so. Ja, passt. Das ist okay. So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Farming Simulator. Grüß euch. Ihr Bims. Blöd. Wieder für Gras. Krass. Ja, heute steht viel an am Programm. Im Moment nicht was alles, weil sich das immer ändert, aber ich sage mal ja. Na, Alter, wir hatten doch jetzt schon einen festen Plan wieder. Welchen von den vielen? Mit dem Gewächshaus und dem Forstmulcher und dass wir hier jetzt Gras bauen. Damit wir dann genau. Noch mehr Einnahmen genau. Haben. Genau. Lavend. Der bei der Kontrolle ist feinfühlig. Wow, Schlangenlinien. Was ist das jetzt für? Den Xbox One Controller. Okay, der dann links drei. Das könnte man anstellen. Das ist bitte noch die Day One, der Day One Controller von 2013. Wow. Wollen wir nicht zu lang halten. Ich überlege gerade, das ist für die Fans sehr arsch, wenn ich keinen Controller habe, kann gescheiten. Stimmt. Schade. Vielleicht ist es doch einfach nur ein Zeichen. Ja, am Feld geht's gerade noch, da kann ich es ausgleichen, aber bei hoher Geschwindigkeit. Oder den Bocki jetzt. Den Bocki. Ah, ich glaube, er bockt mich. Du hast da schon grob an. Siehe. Was soll ich sonst machen? Na, leider mal das Gras vernichten tut er da. Warte, mache ich die vorderste Linie mal. Vorderste Linie? Damit du da grob an tust. Ist ja wurscht. Du anfängst. Du ja Gras. Warum vernichtet? Ist ja noch jemand gewachsen. Ja, das. Na, du vernichtest das, was ich noch nicht eingesammelt habe und zur Bahn gemacht habe. Nein. Wieso? Wenn du da drüber grubst? Ach so. Will nicht drüber grubern. Ich dachte, du machst das Feld weiter. Nein. Ich mach das genauso wie auf der anderen Seite, aber ich fahr runter, soweit es geht, und dann dreh ich um. So. Dann später mach ich über den Rest. Ich dachte, du machst jetzt Ganzes hier. Nein, warum? War ja unnötig das Mähen gewesen. Ja. Also ist das Geld dann weg. Das meine ich, ja. Und eine neue Presse, haben wir gesagt jetzt. Eine neue Presse. Zu ja. Teuer ist alles, ob sich das ausgeht. Müssen wir Prioritäten setzen. Na gut. Wann ist die Presse zum Schluss?
Und den Forstenmulcher brauchen wir und einen Anhänger brauchen wir auch auf jeden Fall. Und jede Menge Kohle für Saatgut. Ja. Dann würde ich sagen, ist die Presse zum Schluss. Mal, wie viel wir machen. Wie viele Beine haben wir schon? Ich hab's jetzt nicht zurückgesetzt. Ich hab schon beim letzten Mal zurückgesetzt, quasi. Achso, na dann haben wir jetzt 82. Das ist leider, dass der Controller jetzt eingegangen ist. Es ist ja nicht so, dass, als wenn ich nicht heute beim Mediamarkt gewesen wäre. Dann nehmen wir halt einen Zwischencontroller oder so. PlayStation geht am PC ja, glaube ich nicht. Ja, richtigen Programm schon. Oder glaubst du, ich habe meins gekauft? Umgewandelt. Was ist mit richtigen Programm? Ja, mit DS Windows kannst du jeden Controller anschließen, was du willst. Echt? Ja. Ja, mit was glaubst du, ich habe meins gekauft gespielt? Ist auch ein PlayStation. Ich habe eigentlich einmal einen Xbox-Controller. Ich habe auch keine Xbox. Na, so ganz stimmt das nicht. Ja, eine 360 habe ich, aber die habe ich schon. Habe ich gefühlt seit 7 Jahren nicht aufgebaut. Ah, die One hast du doch auch. Wann? Oder? Nein. Das ist die One nicht mehr? Nein, schon so lange nicht mehr. Verkauft oder was? Ja. Wow. War schön, Schwager. Bitte? War schön, Schwager. Ah ja. Aber da war der. Boah, wann war das? Ich weiß gar nicht, wann das war. Offen von der. Mann, das ist kurz. Hochzeit? Dann war es die Hochzeit. Nein, war irgendwann davor, waren sie mal da. Okay. Ob es nicht sogar schon noch die Kommunion war von den. Ich glaube, die ist nicht einmal mit übersiedelt. Die Kommunion ist echt lange her schon. Ja, und ich glaube, die ist aber nicht einmal übersiedelt, meine One. Okay. Ja, aber eh nicht Spiel. Ich spiele immer noch mit einer Konsole. Was ich echt schade finde, ist, dass sie nicht mehr dieses Army of Two weitergemacht haben. Gibt es jetzt einige Spiele? Was noch? Ein Splinter Cell. Ja, stimmt. Es liegt. Ja? Junge? Ich sitze auf einem Baumstumpf auf, so wie es ausschaut. Gleich weg mit dem Dreck. Bitte? Gleich weg mit dem Dreck. Haben noch keinen Mulch hier. So abschneiden unten, das funktioniert wirklich gut. Problem ist, ich habe da immer nur blau. Hinhockern kann man sich ja, glaube ich, nicht, gell? Oh ja. Geht trotzdem nicht. Oh, geil. Ja.
du mich als Bildschirm Hintergrund? Aber Mods sind jetzt eben nicht nur drei neue. Ja, kannst du, das tut mir jetzt echt leid, dass ich das jetzt erst sag, könntest du mal ins Menü gehen? Ja, okay. Ich habe die zwei Pressen und ich habe einen Traktor vergessen runterzuladen, also hochzuladen, nicht runtergeladen habe ich ihn. Was meinst du jetzt ins Menü? Ja, in das Spielmenü. Aus dem Spiel raus? Nein, ins Spielmenü. Wo die Einstellungen und alles ist. Allgemeine Einstellungen habe ich da und so, ja? Also ran. Ja? Gut. Hab den Rechnungsmod nämlich auch wieder aktiviert. Ah, okay. Ah ja, stimmt. Den MP-Trag habe ich nicht hinzugefügt gehabt. Das ist ja schon Kultstatus bei mir. MP-Truck. Muss ich schauen, Alter. Ein LKW ist das, oder was? Nein. So. Kompakt, mittel, groß. Ich glaube kompakt. Da habe ich immer gleich am Anfang gehabt, also nehme ich an, was ein Kompakt. Wie heißt der? MP-Truck. Aber die C-Tor haben wir urviele. CTP? Ja, ja. Okay. Ah, den MP-Track, ja. Na, irgendwann möchte ich den Lizard haben. Den ich da geben. Bei dem war ein Update. Habe ich gesehen, ja. Ja, da war ein Update. Oh, ich fahre mal in meine Runden. Aber das Video, was ich da gesehen habe, das geht ja da können wir dann aber. Können wir das dann auch mit Mais machen, so? Mit allem. Okay. Er hat ja Mais im Video gemacht. Ja, aber das war ja nicht die Ballenpresse, die du jetzt. Achso, nein, die ich jetzt habe nicht. Das ist eine wie die Presse, die du jetzt hinten dran hast. Okay, weil mit der anderen konntest du ja Mais auch gleich so geil mit Ballen silagieren. Ja, genau. Und das hat mich echt beeindruckt. Du brauchst halt für die anderen Häcksler. Ja. Das ist dann die etwas noch teurere Version. Kann man sich dann einmal was upgrade, eventuell. Weil wenn wir dich schon gleich so machen, dass wenn wir mal Mais auch haben, dass wir dann gleich so gleich in einem Silage machen können. Weil das ist wirklich, ich finde, einfacher, als wenn man das erst dort zu dem Feld, also zu diesem Silo hinbringt, dann alles begradigen muss und, weißt du, wie ich meine, und so haut er den Ballen raus. Ja, ich sehe schon. Ist wieder anstrengend für ihn. Was? Und da plagt er sich teilweise den Berg hoch. So ein Viech haben wir ja auch gesagt, braucht man noch. Aber weißt du, was ich meine? Wenn, würde ich dann gleich gescheit das machen. Dass man Mais auch silagieren können. Oder was auch immer. Ja gut. Lust ja meistens. Ja, aber ich meine ohne Silo. Gut, das Silo hast du halt meistens wegen der Lager, weil du viel mehr lagern kannst auf einem Platz.
In so ein Silo gehen 2 Millionen rein, weißt du? Und zu rechnen 2 Millionen aufgeteilt auf 5000 verwundeter Ballen. Da gebe ich dir recht, das stimmt. Müssten wir uns halt anschauen, was unser Verbrauch dann ist. Ich sage mal, so einfacher wäre es so. Machst du es so weit runter, wie du den einen Streifen gesetzt hast? Ja, das Feld machen wir, oder? Das Ganze. Okay. Also ganz runter dann, wirklich ganz, ganz runter. Auch das, wo ich jetzt... Ja, wir haben gesagt, wir machen das ganze Feld. Das ganze 54 mit Gras. Passt. Aber dann tue ich zuerst dann, wenn ich da fertig gemäht habe, tue ich zuerst die Ballen da wegführen vom Feld und nicht das andere machen. Aber du willst, du kannst auch das andere schon machen. Das ist schon mal gern. Okay, wie du magst. Ich brauche da ihn auch, siehst du, ich habe noch genug zum... Okay. Und also, wenn ich dann fertig bin, kann ich ihn noch selber auch dann wegfahren, notfalls. Ich habe mir gedacht, dass gleich weiter runter kommt. Ja, wo ich eine große Runde fahre, da das ist der kleine dann unten. Okay. Aber es dann gärt das schon einmal. Ja. Das haben wir bestes. Außerdem können wir das Gewächshaus dann auch hinbauen gleich. Stelle dort meinst du? Ja. Kann das auch schon mal produzieren. Das ist so ein Schwede. Gut ist, dass die Büsche da auch weggerudert werden. Zwei Bäume sind da liegen. Weißt du, dass ich mich das auch gefragt habe, ob Dominik einen Döner gegessen hat? Ich habe das noch nicht einmal gelesen mit dem Döner. Achso, weil du das reingeschrieben hast. Ja, weil es geschrieben hat, dass ich so mit dem Döner war. Ah, okay. Siehst du nochmal die Hälfte? Ich hab grad Zeit. Geschrieben. Ich glaube, dass das vom Döner ist, weil das hat er erst gestern aber gelesen. Ich hab das gar nicht gelesen. Ah ja. Ich weiß nicht einmal. Salmonellenvergiftung. Das ist Gefahr von Döner. In Wien oder? Generell. Österreich. Von einem polnischen Dönerfleisch, das hierher exportiert worden ist. Lustig. Frag das mal Dominik, ob das lustig ist. Er hat gestern schon gesagt, wie er im Schwimmen war, da gemeint, ihm ist urkalt. Da ist irgendwas. Ja? Er ist geil. Macht die Entschlackungskur gerade. Ja.
Ja, was soll ich jetzt tun? Wird schon wissen. Ja, aber es sind nicht Töter, also. Sagen wir zu einem Arbeitskollegen immer, der ist auch Sani. Nebenbei. Aber er ist dann Arbeitskollege, ist aber Sanitäter. Nein, sie sind immer noch kassiert, aber früher ist er nach dem Dienst doch noch gefahren. Freiwillig, oder? Ja. Weiß nicht. Gut, das ist ja genauso Feuerwehr oder so, Freiwillige, ne? Ja gut, aber Feuerwehr, du hast halt einen Einsatz. Warte mal. Ja. Naja, Sanis hast du ja auch. Ja, aber da hast du wesentlich mehr Einsätze. Wenn du es hast, weiß nicht, abkommandiert zum Donauinselfest oder so, wenn sie Einsatzkräfte brauchen oder wenn irgendein schwerer Unfall ist oder so. Da werden schon gerufen auch. Gut, so ist. Ich auch nicht. Güllefässer. Gülle, habe ich Arschgefühle. Ballewagen ist ein Angebot. Ballewagen. Jetzt kannst du nicht immer mehr Kebab fressen, Alter. Das Ansehen wieder Horror. Wieso? Ich glaube, die Maschine noch mehr PS braucht. Vielleicht von der Seite. Ist gescheiter dann. Müssen wir schon, ich glaube, mein Traktor eh noch ein bisschen mehr PS als deiner. Ja. Vielleicht, dass der dann macht. Außer wir haben den Arsch offen, dann müssen wir uns überlegen, dass wir zuerst den Traktor anschaffen, damit wir das mal anziehen. Ja gut, ziehen können wir es auf jeden Fall. Man fasst halt nur runter. Ja, stimmt. Das sind ja wirklich nur dieses eine steile Stück runter und dann geht's wieder auf. Im Fall jetzt schon wieder 10.